Hallo, liebe Zuschauer, der Frieden sei mit euch, Shalom. Ja, wir möchten heute unsere Aufmerksamkeit und unsere Augen mal wieder nach Jerusalem richten, weil hier gibt es weitere Rituale, die geprobt werden und geübt werden, schon für einen möglichen dritten Tempel und in dem Zusammenhang natürlich mit dem Erscheinen des Messias. Wir wissen, der falsche Messias, ja, der sich dann offenbaren kann, auch zusammen dann auch mit diesem neuen steinernen Tempel. Ja, welches Ritual wurde hier jetzt neuerdings geprobt? Wir haben hier eine Meldung von dieser vergangenen Woche und zwar zum Beispiel hier bei Israel 365 News, aber auch zum Beispiel hier bei Endtime Headlines. Wir schauen hier mal rein in diesen Bericht und hier heißt es: Nachstellung der Wasserspeisung zur Vorbereitung des dritten Tempels. Am Dienstag fand in Jerusalem eine Nachstellung des Wassertranks in voller Montur statt, wie er im Tempel vollzogen wurde. Mehrere hundert Teilnehmer wurden von Kohanim in priesterlichen Gewändern angeführt und von Leviten begleitet, die Musikinstrumente spielten. Die Veranstaltung begann am Schar-Hoschpot, dem Misstor in der Altstadt Jerusalems, wo sich die Teilnehmer mit Kohanim, also mit den Priestern, in biblisch vorgeschriebenen Gewändern und Leviten mit Musikinstrumenten, die ebenfalls spezielle Gewänder trugen, zusammenfanden. Die musikalisch begabten Leviten leiteten die Zeremonie mit fröhlicher Musik auf Trommeln, Geige, Gitarre und Klarinetten an und schlängelten sich durch die alten Wege in das Tal unterhalb des Tempelbergs. Die Menge sang und tanzte, als sie von den archäologischen Überresten der alten Davidstadt durch ein arabisches Dorf zur Siloachquelle ging, die zu Zeiten des Tempels genutzt wurde. Die Prozession wurde durch Zwischenstopps unterbrochen, bei denen 4 Fuß lange Trompeten aus reinem Silber geblasen wurden. Na, das sind diese, ja. Im Deutschen nennen wir sie ja oft leider Posaunen. Weiß nicht, ich glaube, seit Luther ist diese Übersetzung halt mit den Posaunen, aber eigentlich sind es Trompeten und die sind auch ganz wichtig hier, diese silbernen Trompeten. Das ist schon. Ja, in Mose beschrieben. Und das ist eben immer wichtig, auch in der Offenbarung zur Zeit der letzten Posaune etc. pp. Ja, weiter geht's hier im Text. Die Veranstaltung wurde von Rabbiner Israel Ariel, dem Gründer des Tempelinstituts, und anderen Rabbinern, ich lese die hier mal nicht vor, weil sie sind schwierige Namen. Menachem Bornstein kann ich hier noch ganz gut lesen, Rabbiner Uri Scherki und andere bedeutende Rabbinern geleitet. Also es ist hier von ganz, ganz bedeutenden Rabbinern wurde diese Veranstaltung geleitet. Ja, hier zum Beispiel dem Oberrabbiner von Jerusalem. Ja, und wir sehen hier einige Fotos dazu auch. Am Schiloachpool wurde der Krug gefüllt. Die Prozession kletterte wieder auf den Gipfel des Berges. Auf einer Freifläche neben der Klagemauer war ein Modellaltar mit den dazugehörigen Utensilien aufgebaut worden. Der Altar war mit großen belaubten Weidenzweigen geschmückt, wie es im Tempel üblich war. Ich denke mal, das ist dieses hier, dieser Altar. Ja. Ja, die Zeremonie gipfelte im priesterlichen Segen, nachdem die alle 7 Jahre stattfindende Hakel-Zeremonie abgehalten wurde. Oder Hakel, 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 Entschuldigung, ich kann das nicht aussprechen. Naja, obwohl das Wassertrinken in der Tora nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, ist es Teil der mündlichen Tradition, die von Moses überliefert wurde. Sukkot ist ein fröhlicher Feiertag und das Wassertrankopfer war der Mittelpunkt dieser Freude. Im Tempel dauerte die Zeremonie 15 Stunden mit begleitenden Feierlichkeiten die ganze Nacht hindurch, bis der Tempeldienst am nächsten Morgen wieder begann.
Nationen aus der ganzen Welt nahmen an den Sukkot-Feierlichkeiten teil und machten sie zu einer internationalen Gottesanbetung. Tja, und dann steht hier, zu Zeiten des Tempels wurde beim Morgengottesdienst an den letzten 6 Tagen des einwöchigen Sukkot-Festes ein Trankopfer aus Wasser dargebracht und Wein ausgeschenkt. Die Kohanim stiegen vom Tempel zur Shiloach-Quelle am Fuße des Berges Moria hinab, füllten die Flasche mit 3 Litern Wasser, also Quellwasser, und kehrten zum Tempel zurück. Soweit erstmal. Ja, hier vielleicht nochmal ein kurzes Video, und das schauen wir vielleicht kurz rein. Ja, vielleicht hier von Anfang an. Also hier ist der Krug, der wird jetzt gefüllt mit dem Quellwasser. Ja, also wir sehen hier schon eine große Menge Rabbiner, Menschen, die das hier alles begleiten, und ja, all das dient eben auch der Vorbereitung auf den dritten steinernen Tempel. Da sind sie eben ganz wild drauf. Natürlich auch dann die Erscheinung des Messias in diesem Zusammenhang. Und wir wissen, ja, es ist eben der Falsche, die Fälschung. Ja. Und ja, vielleicht noch etwas dazu. Und zwar, Jesus Christus selber sagte, hier beschrieben im Johannesevangelium im Kapitel 5, Vers 43. Ja, ich fange mal bei 41 an. Hier sagt er zu den Rabbinern, sagt er, ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Jesus Christus sagt ihnen hier tatsächlich schon voraus, dass sie die Fälschung, einen anderen annehmen werden, der in seinem eigenen Namen kommt. Er wird sagen, ich bin der Messias. Ne? Ja. Dann eine weitere Bibelstelle dazu. Ja. Ja, es heißt hier in 2. Korinther 4, Verse 3 bis 4, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Ja? Also hier sehen wir, der Gott dieser Weltzeit, ja, Satan oder auch der Antichrist, ja, Gott dieser Weltzeit, die Sinne verblendet hat. Und deshalb werden sie eben den anderen annehmen. Ja? Ja, also, alles wird vorbereitet. Was ich noch sagen wollte, ist die Geschichte mit dem Tempel. Dieser dritte steinerne Tempel. Ja, und wir wissen, dass sich der Antichrist hineinsetzen wird, schon nach Daniel 9,27 und anderen Stellen, dass sich eben der Sohn der Gesetzlosigkeit hier hineinsetzt in den falschen Tempel, und hier heißt es eben, ne, dass der Gott dieser Weltzeit eben, es ist der Tempel des Gottes dieser Weltzeit. Es ist der falsche Tempel. Ja. Aber Gott hat das eben vorausgesehen, und sie nehmen dann eben diese Fälschung an, leider. Ja, die überwiegende Mehrzahl der Juden, es gibt natürlich heute schon viele Juden, die sich bekehrt haben, die zu Jesus Christus gefunden haben, die das erkannt haben nach ihren alten eigenen Schriften, ja, nach der Tora, nach dem Tanach, nach dem Alten Testament, wie wir sagen, haben sie erkannt, dass Jesus Christus natürlich der Messias ist und war und ist. Ja, aber in der Masse eben werden die Juden leider hier erstmal durch diese Fälschung gehen müssen und am Ende nach Sacharja Kapitel 12 bis 14 werden eben ein Drittel
der Juden, die in Israel sind, dann noch erkennen, dass Jesus der Messias war und ist. Ja, und so können wir sagen, bevor sich der Antichrist offenbart, bevor sich der Antichrist offenbart und in den Tempel setzt, in den falschen Tempel, muss der eigentliche Tempel erst entrückt werden. Weil wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir denn neu geboren sind in Jesus Christus, dann sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Aber wir werden es. Es heißt ja, das, was den Antichristen noch aufhält, muss zuerst weggenommen werden. Ja, das muss zunächst weggenommen werden. Das heißt, wir werden hinweggenommen, harpazo, entrückt, und erst dann wird sich der Antichrist offenbaren. Und dann beginnt eben die Siegelgerichte in Offenbarung 6. Ja, und das wird nicht gemütlich. Viele sagen ja, die erste Hälfte der siebenjährigen Drangsal, das wird eine gemütliche Sache, eine schöne Sache. Da herrscht Frieden. Nein, ja, da herrscht Hunger, da herrscht Krieg und da ist Tod. Ja, ich glaube, was stand in Offenbarung 6? Ich glaube, ein Drittel oder ein Viertel der Menschheit. Ein Viertel, genau. Ein Viertel der Menschheit wird schon ausgerottet innerhalb der ersten vier Siegel. Ja, da ist nichts mit Frieden. Ja. Aber dieser Antichrist, dieses Biest, dieses Doppelpack wird auf jeden Fall den Menschen versprechen, sie zu erlösen. Aber wie gesagt, erst wenn die Gemeinde Jesu Christi in die Wolken zu ihm entrückt sind. Ja, das wollte ich nochmal sagen dazu. Ja, also der eigentliche, der richtige Tempel wird entrückt und dann kommt der falsche. Ne, mit dem falschen Messias in Jerusalem. Und wir sehen, dass das immer näher rückt. Ja, und das heißt auch, dass unsere Erlösung, unsere Entrückung immer näher kommt. Ja, je näher der Tempelbau kommt und der Messias, der falsche Messias, umso eher sind wir natürlich auch weg. Ja, und so steht es ja auch in Lukas 21, wenn ihr das Beginnen, wenn es beginnt und ihr seht das, ja, dann richtet euer Blick auf nach oben, denn eure Erlösung naht. Eine kurze Meldung noch hinterher, eine weltliche, und zwar, schauen wir mal, ja, wie gesagt, es wird ja Hunger herrschen und Krieg, na, und dazu, zum Hunger gehört auch die Energieknappheit und das wird weiter verschärft hier. Hier heißt es in Express, nächste Fehlfunktion einer Raffinerie, massive Probleme bei Shell in Rotterdam. Die nächste schlechte Nachricht für die Spritversorgung in Europa. Die größte Raffinerie in der EU, Shell Pernis bei Rotterdam, meldet Fehlfunktion. Es kommt zu gewaltigen Notabfackelungen. In Kürze könnten die Preise von Diesel und Benzin weiter steigen. Zuerst werden am 26. September 3 von 4 Leitungen der extrem wichtigen Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 und 2 gesprengt. Kurz darauf hat die Ölpipeline Druzhba in Polen ein Leck. Es folgen Sabotageakte auf die Unterseekabel sowie auf die Funkverbindungen der Deutschen Bahn. Und jetzt meldet Shell bei Rotterdam, Niederlande, ein massives Problem in der größten Raffinerie Europas. Dieser nächste Vorfall bei einem extrem wichtigen Infrastrukturobjekt binnen 21 Tagen könnte große Auswirkungen auf die gesamte Dieselversorgung der EU-Nationen haben. Ja, also hier gehen die Manipulationen auf jeden Fall weiter. Ja, solltet ihr noch keinen Frieden mit Jesus Christus gefunden haben, dann wird es Zeit, sagt Christus, ja, ich hab erkannt, dass ich ein Sünder vor Gott bin und ich brauche dein Opfer. Ich gebe dir das ab. Wir können das nicht erledigen.
Du hast es für uns getragen. Unsere Strafe hast du am Kreuz von Golgatha getragen. Du bist beerdigt worden und am dritten Tage wieder auferstanden für uns, damit wir leben können. Ja, und wenn wir das getan haben, sind wir eben erlöst zum ewigen Leben. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.